So, hallo liebe Freunde von YouTube, von Facebook. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich mache jetzt hier ein Video, ein Antwortvideo zu Tony Mahoney. Ich habe Tony Mahoney über Facebook kennengelernt und wir sind in eine Diskussion gekommen oder geraten, wie man es auch will, über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Und ich habe den Tony Mahoney in meinem Video angesprochen, Nachricht an Tony Mahoney, bedingungsloses Grundeinkommen, Nachricht an Tony Mahoney, und habe dann ein Antwortvideo von Tony Mahoney bekommen, ja, und das war völlig genau in Ordnung. Das Video war also keine Beleidigungen oder irgendwelche Ausrast oder sonst was, ja, also es war ganz sachlich die Antwort von Tony, und ich habe jetzt wieder ein Video gemacht und möchte auf die Antwort, auf das Antwortvideo von Tony Mahoney antworten. Ja. Es geht nicht darum, wer jetzt besser ist in der Argumentation, sondern es geht einfach nur um den Gedankenaustausch. Das heißt, der Tony bringt mir seine Gedanken und ich wiederum werde ich meine Gedanken übermitteln und dann kann er sich über meine Gedanken machen. Und ich mache mir über seine Gedanken, wie auch immer. Auf jeden Fall, es geht einfach nur um den Gedankenaustausch. Okay, also gut, jetzt gucke ich mal, jetzt drehe ich mal die Kamera und dann gucken wir mal, was der Toni uns so zu sagen hat. So. Also, legen wir mal los. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören. Macht nichts. Keine Ursache. Ja, bedingungslos Grundeinkommen. Jürgen, wir kennen uns noch nicht lange. Ich weiß auch gar nicht, wie wir aufeinander auf die Freundesliste gelangt sind. Mir liegt es wirklich fern. Also, ich habe die Freundschaftsanfrage bei Facebook gemacht. Und zwar kennen wir uns über mehrere Personen der Mahnwachenbewegung für den Frieden. Und über diese Personen habe ich einfach mal eine Freundschaftsanfrage gemacht. Ich habe auch ein paar Videos gesehen bei YouTube von dir. Da ging es ja um die flache Erde und dann auch noch um ein paar andere Themen. Und haben wir gedacht, okay, das ist eine ganz interessante Person, da mache ich jetzt einfach mal eine Freundschaftsanfrage. Und deswegen, daher kommt die Freundschaft zustande. Nicht in irgendwelche Schubladen zu stecken, aber es ist alles schon ein bisschen widersprüchlicher. Also er meint jetzt mit der Schublade, also als ich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gekommen bin bei Facebook, wo ich das gepostet habe, dachte Tony Mahoney, dass ich ein Sozialist bin. Ja? Unter anderem ging er auch über über meinen FB-Account und sah da einige Bilder und Grafiken aus der Linkspartei. Ich war vor ein paar Jahren, also schon 3 Jahre her, war ich noch Mitglied in der Partei Die Linke und daher eben die alten Fotos und daher eben dieses Missverständnis. Aber ich bin ja kein Sozialist mehr, sondern ich bekenne mich heute zum Anarchismus, also Herrschaftslosigkeit, zur Ordnung ohne Herrschaftslosigkeit. So, genau. Also ich bin damals über dein Profil geflogen und es sah alles irgendwie so ein bisschen sozialistisch aus und da habe ich ein Statement zum Sozialismus abgegeben. Okay. Ohne dir dabei unterstellen zu wollen, dass du Sozialist bist. Ja. Das haben wir ja geklärt. In deinem Video machst du ja deutlich, dass du im Grunde Anarchist bist. Anarchismus ist ja Ablehnung von Herrschaft. Ja. Schon von daher ist es mit dem Grundeinkommen nicht. Passt es nicht, ja? Weil ein Grundeinkommen, egal wie es von der Struktur und vom Aufbau her ist, ist immer so, dass es vom Staat der Allgemeinheit aufgesetzt wird. Ja? Mhm. Okay, jetzt mache ich mal kurz Stopp. Ich drehe jetzt bloß mal kurz die Kamera. So, also, da bin ich. Folgendes. Also, lieber Toni, es gibt im Anarchismus ja auch verschiedene Spielarten. Es gibt verschiedene Richtungen beim Anarchismus. Anarchismus ist nicht gleich Anarchismus. Es gibt zum Beispiel den Sozialanarchismus oder sozialen Anarchismus, sagen wir es mal so, dass man sagt, okay, der Mensch möglichst frei, aber es gibt einen sozialen Überbau oder sozialen Umrahmung, ja. Ähnliches wollte ja die Studentenbewegung unter Rudi Dutschke. Rudi Dutschke war jemand, der wollte einen antiautoritären Sozialismus. Ja.
das war so, also Sozialismus, das Soziale und Anti-Autoritär, also die Freiheit, da sind wir ja wieder beim Libertären und Anarchismus, das war so der Weg von Rudi Dutschke. Aber ich bin nicht dafür, dass das Anarchismus von heute auf morgen geschehen soll. Also ich bin nicht dafür, dass man sagt, okay, wir machen jetzt den Staat platt, ja? Jeder macht nur noch sein eigenes Ding. Ja? Das wäre der schnelle Weg. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass man Ideologien oder Veränderungen in der gesellschaftlichen Zusammenleben, dass man das den Menschen so überstülpt, also durch eine Revolution oder so. Ja, dass eine Revolution kommt, dann haben wir einen Anarchismus. Ja, funktioniert nicht. Ja, ist ganz klar. Also das funktioniert so nicht, weil mit dieser Gesellschaft so in der Struktur, wie wir sie jetzt haben, ja, wird es dann wahrscheinlich zu dem kommen, was die Menschen bei Anarchismus befürchten, nämlich Kriminalität, Banden, Gewalt, Chaos. Ja. Würde jetzt mal komisch gucken, ist der Jürgen vielleicht jetzt doch kein richtiger Anarchist oder so, wie kann der jetzt sowas sagen? Doch, ich bin Anarchist, ja. Und ich denke, du bist auch Anarchist, Toni, ja. Aber unsere Wege unterscheiden sich da, weil ich nämlich sage, ich bin nämlich für den langsamen Weg, ich bin für einen schrittweisen Anarchismus, ja. Ich bin dafür, dass man, solange es die staatlichen Strukturen noch gibt, dafür nutzt, ja, als Mittel zum Zweck, um Freiheit, um den Menschen zur Freiheit hinzuführen. Ja. Die Freiheit, die Selbstverwaltung des Menschen, ja, die Selbstverwirklichung des Menschen, das sollte immer das Ziel sein. Solange das das Ziel ist, ist man Anarchist. Ja. Wenn man es jetzt so streng nimmt wie du, ja, wäre auch die anarchistische Pogo-Partei, ich weiß nicht, ob du das kennst, die APPD, ja auch keine anarchistische Partei. Weil die anarchistische Pogo-Partei fordert ja zum Beispiel die Einrichtung in Zonen, in die Pogo-Zone, also die Parasiten-Zone, in die Leistungsfetischisten-Zone und dann gibt es da noch den Gewalterlebnispark, also es gibt drei Zonen. Ja. Das muss man ja auch durch einen Staat irgendwie organisieren, dass man sagt, okay, man schiebt die Leute oder man richtet jetzt die Zonen ein. Ja. Und von dem her wäre es, also wäre die APPD ja auch keine, weil das ja auch keine Anarchisten, ja, das sind ja auch was, außerdem ist ja eine Partei, ja, also spielt sie auch mit in den Systemen, ja, dieses Staates, ja, und diese Diskussion hatten wir ja schon mal, also Diskussion zum Beispiel, sollte man Massentierhaltung verbieten, zum Beispiel, habe ich mal Diskussion gehabt, also ich bin jetzt der Meinung, wenn man überhaupt noch was verbieten sollte, ja, dann wäre es zum Beispiel die Massentierhaltung, ja. Das war so mal Diskussion, was wir mal gehabt haben. Aber wie gesagt, wichtig ist einfach, dass ich der Meinung bin, der Anarchismus kommt einfach nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein schrittweiser Weg. Ja. Die Gesellschaft muss sich schrittweise umbauen zum Anarchismus und daher braucht man eben die Mittel, die der Staat eben noch hat. Ja. Und das Mittel auch dazu ist eben das bedingungslose Grundeinkommen. Okay, jetzt müssen wir die Kamera wieder drehen und dann gucken wir uns nochmal weiter an, was der Toni uns noch zu sagen hat. Na? Ich meine, wer so Thüringen nur macht, Grundeinkommen Thüringen, blablabla, ein Grundeinkommen ist immer so eine staatliche Geschichte, die halt sozusagen allen per Zwang nach aufgezwungen wird. Das ist also nicht so das Natur. Also, was verstehst du da unter Zwang? Es geht hier, es ist das bedingungslose Grundeinkommen ist ein minimaler Eingriff. Hier geht es einfach nur um Steuer rauf und Steuer runter. Aber gut, kommen wir gleich nochmal drauf. Kommt nochmal auf das zurück. Wäre vielleicht mal sinnvoll, aber auch hier dreht man sich im Kreis und beißt sich die Katze im Schwanz, wenn die meisten Leute nicht wissen, was das Grundeinkommen ist vom Wesen her und ob es positiv ist oder negativ ist. Also da kann man sich überall informieren, was das bedingungslose Grundeinkommen ist. Wir haben hier zum Beispiel eine gute Seite, Initiative Grundeinkommen Alb-Donau. Da wird eigentlich alles genau erklärt, was das Grundeinkommen ist, wie es finanziert werden soll und was es da für Modelle gibt. Jo. Okay. Dann stimmen sie halt auch entsprechend ab und anyway, ich bin auch kein großer Freund ich sag mal Demokratie, weil also Demokratie, so wie sie gedacht ist, eigentlich gar nicht funktioniert. Also da sind wir auch verschiedener Meinung. Ich bin schon für die Demokratie und zwar, weil ich die Demokratie als Sprungbrett sehe zur Anarchie. Ja? Wir können froh sein, dass wir die Demokratie haben. Also vielleicht drehe ich jetzt doch nochmal die Kamera schnell. Entschuldigung. So. Also wir können ja froh sein, dass wir die Demokratie haben. Ja?
Dann hätten wir jetzt keine Demokratie und keine Meinungsfreiheit, könnten wir gar nicht so über dieses, über Anarchie zum Beispiel diskutieren. Ja. Stell dir mal vor, Toni, wir wären jetzt noch in der DDR oder wir wären jetzt ja, in einem faschistischen Staat. Da würden wir überwacht werden, das würde dann irgendwann aufgenommen werden, dann wird irgendwann mal die Stasi an die Tür klopfen und wird uns dann abholen. Ja, und die sagen, hey, was redet ihr da, was verbreitet ihr da für staatsfeindliche Propaganda? Also, es gibt in der Demokratie, wie wir haben, wir müssen auch erkennen, was wir auch haben in dieser Demokratie. Also, dass es uns, was vom Freiheitsanspruch her, dass es uns da eigentlich nur relativ gut geht. Ja. Wir haben die Gewaltenteilung des Staates, wir haben die Unschuldsvermutung bei Gericht. Ja. Wir können immer noch wählen, wir können nur immer noch, vielleicht auch begrenzt, aber trotzdem noch, wir können auf die Straße gehen, wir können unsere Mahnwachen machen und unsere Meinung äußern, auch hier jetzt im Internet. Also das ist natürlich schon ein Vorteil der Demokratie. Ich sage nur, die Demokratie ist eben nicht ausgereift. Ja? Wir brauchen, also es ein Schritt, der Weg zur Anarchie geht über die Demokratie. Also erstmal Demokratie, dann Konsensgesellschaft und dann geht es in die Anarchie, also durch Dezentralisierung von Macht, von Herrschaftsstrukturen und das Ziel ist dann am Ende dann quasi die Anarchie. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Anarchie geht nicht von heute auf morgen, da bin ich auch dagegen. Okay. Dann gucken wir mal, drehen wir jetzt nochmal die Kamera um. So, jetzt lassen wir mal nochmal an Toni reden. Heißt die das politische Theater immer wieder. Anyway, kommen wir mal zur Sache. Also ich habe damals, oder ich habe eine sehr, sehr schöne kleine Grafik, in dem die Fakten zum Grundeinkommen sehr schön dargelegt werden. Die poste ich immer wieder, wenn ich irgendeinen Beitrag sehe, wo es ums Grundeinkommen geht. Und irgendwie scheinst du die nicht gelesen zu haben. Ja, also ich verlinke sie dann hier nochmal oder ich nehme jetzt auch gleich nochmal Bezug darauf. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass ihr die Arbeit mit so einem Video macht. Also mal, da wäre mal bei mir die Frage, was war das für eine Grafik? Also er hat mir zwar gewisse Sachen gepostet von Gegnern des bedingungslosen Grundeinkommens, wo natürlich die üblichen Vorwürfe sind, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, keiner geht mehr arbeiten, bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht finanzierbar und so weiter. Ja. Also Toni, wenn du schon von einer Grafik erzählst, dann bitte sag mir doch genau, was für genau es sich für eine Grafik handelt und was das für eine Quelle war, dass ich weiß, um was es hier geht. Okay. Das ist halt auch mal darauf zu reagieren und auch mal ein bisschen was zum Grundeinkommen. Also ich kann nur reagieren, wenn ich weiß, um was es geht. Ja? Also du musst schon genau sagen, um was es geht. Ich kann mir jetzt, du sagst da irgendwas von der Grafik, aber ich, was für eine Grafik? Du philosophierst in deinem Video ein bisschen rum. Das Einzige, was an Fakten oder an Kernaussagen rüberkommt, ist das Stichwort humanoide Roboterarbeit. Also das ist genau dasselbe wie mit damals mit der Industrialisierung, dass die Leute Angst hatten, dass durch Modernisierung ihre Arbeitsplätze wegfallen. Stopp. Also erstens mal habe ich gar keine Angst vor der Industrialisierung. Wenn die Weichen dafür richtig gelegt sind, habe ich überhaupt gar keine Angst vor Industrialisierung. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt höre, ich drehe vielleicht doch nochmal die Kamera um, weil das dauert jetzt noch ein bisschen länger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ja, da werden zum Beispiel Arbeitsplätze abgebaut. Ja, Entschuldigung, ich muss gerade nochmal die Kamera ein bisschen. Also wenn ich zum Beispiel höre, Firma geht pleite, Schlecker geht pleite, Arbeitsplätze werden zerstört, sage ich, na und? Seid's doch froh. Ich war immer schon der Meinung, dass der Mensch für was Besseres geschaffen ist, als so eine Firmenarbeit in einer Fabrik zum Arbeiten. Ja. Der Mensch ist dafür da, seinen spirituellen Horizont zu erweitern. Der Mensch ist dafür, dass er für andere Menschen da ist, sich über die philosophischen Dinge des Lebens endlich mal Gedanken macht. Ja. Und da ist Arbeit in der Firma, wo ich in der Früh aufstehe, ja, da reintucke in die Firma, dann mit irgendwelchen blöden Kollegen da zu tun habe und mit einem blöden Chef, der mich bloß ausbeutet und verarscht, ja, dafür ist die Zeit zu schade. Ganz einfach. Ja. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, brauchen wir von keiner Industrialisierung Angst haben. Weil die Leute waren ja aufgefangen. Ja, sie haben ihre Grundversorgung. Und von dem her, ich begrüße es sogar, wie gesagt, weil diese ganze Industrialisierung, die Robotertechnologie, uns befreien wird von der unfreien Arbeit. Und das ist einfach zu befürworten. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ein Trugschluss. Modernisierung führt immer dazu, dass die
Qualität der Arbeitsplätze sich verbessert. Sprich? Zum Teil stimmt es, ja. Also es gibt also bessere Jobs zum Beispiel. Es wird dann Arbeitsplätze geben, wo dann Menschen zum Beispiel die Roboter, ja, oder die Maschinen dann warten, ja. Aber es werden trotzdem sehr viele Arbeitsplätze eben wegfallen. Und das ist einfach dann, sagen wir jetzt mal, das Problem, wenn es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Wenn gefährliche Arbeiten, die am Band stehen, irgendwas zu Papa oder ja, ist doch gut. Andere Arbeiten, sei doch nichts dagegen. So, von Maschinen übernommen werden, dann ist es auch immer so, dass parallel dazu diese Maschinen auch hergestellt und gewartet und instand gehalten werden müssen. Das heißt, die Qualität der Arbeitsplätze verbessert sich durch Modell. Habe ich nicht, da bin also das kann ich also nicht widersprechen, da habe ich auch nichts dagegen gesagt, ja. Ist mit dieser Angst vor Modernisierung und Technologisierung, ja, da habe ich keine Angst vor. Ich finde das ja, also ich habe da eigentlich auch keine Angst davor, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, ja. Aber wenn nicht, dann verfallen die Leute in Armut. So. Und jetzt hoffentlich komme ich da nicht durcheinander. Ich habe da sehr viele, habe dir da sehr viele Tabs aufgemacht. War jetzt viel Recherchiererei. Ich empfehle dir, ja, hier haben wir zum Beispiel das Schwarzbuch Kapitalismus von Robert Kurz. Da ist ein dicker Wälzer, es sind glaube ich 500 Seiten oder was. Also ich hab's nur leider nicht mehr da, sonst hätte ich dir das auch genauer zeigen können. Also hier vielleicht einmal vergrößere mal den Einband, Originalgröße. Ja, sieht man vielleicht. Gehen wir ein bisschen näher hin. Schwarzbuch Kapitalismus, auf jeden Fall von Robert Kurz. Und der erklärt ganz genau, wie das war mit der Industrialisierung, wie das auch mit der Massenarbeitslosigkeit war. Und ich habe da dann nochmal was aufgemacht, und zwar Massenarbeitslosigkeit. Hier, zum Beispiel hier von Freiherr von Stein-Gymnasium, hier geht es die soziale Frage folgender Industrialisierung. Ja. Es kam zu Hungernöten, Unruhen sowie Aufständen der Arbeiter, die in den Maschinen den Grund für die Arbeitslosigkeit und das Elend sahen. Ja. Das mal zum einen. Dann, jetzt muss ich nochmal suchen, aber es war dann so, dass auch der Aufstieg des Kommunismus, ja, des Sozialismus begünstigt wurde durch diese Massenarbeitslosigkeit. Also, wenn du, Toni Mahoney, doch so gegen Sozialismus bist, ja, also wahrscheinlich hat das vielleicht mit negativen Erfahrungen aus dem nationalbolschewistischen Staat DDR zu tun, wo du vielleicht gelebt hast, dann überleg doch mal einfach mal Ursache und Wirkung. Was sind denn Ursache? Was war denn die Ursache vom Aufstieg des Kommunismus? Es war die Massenarbeitslosigkeit und das Elend der Menschen durch die Industrialisierung. Hier zum Beispiel, dann geh mal hier bei Wikipedia, hier ist die Quelle. Pauperismus, lese mal da aus. Hier steht, mit Pauperismus, lateinisch arm, bezeichnet man längerfristige Armut weiter Teile der europäischen Bevölkerung während der modernen europäischen Explosion zur Zeit der Industrialisierung. Ja. Also durch die Industrialisierung kam es zu langanhaltenden Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit. Ja. Ist ja auch eigentlich logisch, wenn du mal genau überlegst, ja. Also, wenn jetzt, stell dir mal vor, du hast eine Firma und jetzt kommt die humanoide Robotertechnologie, ja. Dann werden zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Firma, 40 Leute werden rausgehaut, rausgeschmissen und vielleicht zwei neue Arbeitsplätze werden dann wieder geschaffen, und zwar um diese Roboter zu warten. Dann haben wir so zwei Wartungsingenieure, ja. Aber was ist mit den anderen 40 Mitarbeitern? Die sind halt erstmal arbeitslos, ja. Das kriegst du auch nie wieder mehr so hin. Das holt man auch nie mehr so ein, die Arbeitslosigkeit. Ich drehe am besten vielleicht nochmal die Kamera, weil ich muss da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und jetzt ist auch gleich wieder der Saft aus, also ich mache jetzt dann bald noch einen neuen Teil. Ich sehe gerade, das ist jetzt ein längeres Video. Das wird noch ein längeres Video. Ich mache da jetzt noch einen zweiten Teil. Ich sehe gerade schon wieder, der Akku wird schon wieder leer. Das heißt, Moment mal, ich könnte es vielleicht jetzt nochmal. Ach, ich mache es jetzt mal so. Ich stecke da an. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Auf jeden Fall ist es dann auf jeden Fall. Ja, gut. Massenarbeitslosigkeit, ja. Man hat es dann versucht zu kombinieren, indem man dann
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gemacht hat. Hitler hat die Autobahn gebaut. Da hat man dann die Leute dazu gezwungen, dass sie dann im Prinzip, also nicht nur die Autobahn, sondern auch das in der Arbeitsfront, wo man dann die Menschen zur Arbeit gezwungen hat, dass sie dann morgens ein Loch ausschaufeln und abends dann wieder zuschaufeln. Also was ökonomisch völlig sinnlos ist, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Dann kam, hat man den Stabilitätspakt gemacht, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also sobald die Wachstumskurve runtergeht, die Wirtschaftswachstumskurve, hat man mit Steuergeldern, oder man macht es ja heute noch so, dass man dann mit Steuergeldern die Wirtschaft pusht, ja, also durch einen staatlichen Eingriff. Und dann müsst ja du eigentlich ja auch wieder dagegen sein, gegen sowas. Also, und das Wachstum hat ja irgendwann Grenzen. Also schau das Klima an, ja, durch den CO2-Ausstoß der Fabriken erwärmt sich das Klima immer mehr und auch die Rohstoffe werden immer knapper. Ja, das ist dann der Preis, nur damit man dann Arbeitsplätze schafft. Und auch diese Maßnahmen haben dann erstmal dazu geführt, dass man Massenarbeitslosigkeit hat und dass der Kommunismus aufgestiegen ist, ja, und auch der Faschismus, ja, und dass es eben riesige Probleme gegeben hat. So, jetzt gehen wir noch weiter. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen filmen, aber es ist schon wieder, ha, die Batterie geht leider wieder, ja, ja gut. Ich muss nachher den Akku noch laden. Da machen wir einen zweiten Teil. Okay, dann versuchen wir mal rauszukristallisieren, was Grundeinkommen eigentlich bedeutet. Ja, es gibt ja verschiedene Formen, verschiedene Ideen und auch verschiedene Vorstellungen, das zu finanzieren. Okay, dann warte mal, dann machen wir glatt nochmal eine Pause. Um das mal zu erklären. Ja. Für was ich bin, vielleicht habe ich das noch ganz vergessen. Also ich bin dafür, dass wir das Hartz-IV-System, so wie es jetzt ist, nehmen und zum bedingungslosen Grundeinkommen ausbauen. Das heißt, wir schaffen die Hartz-IV-Sanktionen ab, dann haben wir im Prinzip ja schon das bedingungslose Grundeinkommen. Erhöhen also den Regelsatz, ja, also vielleicht war am Anfang wie 100 Euro und dann sieht man mal, ja, wie ist finanzierbar, das kann man ja so als Testlauf sogar machen. Das wäre jetzt die Variante A zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die Variante B wäre, dass jeder Bürger 1000 Euro kriegt, ja, und dann darüber hinaus eben was dazu arbeiten kann. Also einer, wer nicht mehr arbeiten will, der kriegt halt in seine 1000 Euro, hat die sicher, ja, und der, wo noch halt noch irgendwie noch was dazu verdient, kriegt das eben noch dazu. Genau, das ist die Variante B vom bedingungslosen Grundeinkommen, also die 1000 Euro, wo man mal sagt, ja. Okay. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Grundeinkommen vom Wesen her immer sagt, okay, egal was jetzt hier einer macht, ob er nichts macht, ob er irgendetwas macht, ob er qualitativ gute Arbeit leistet, ob er ein Facharbeiter ist, ob er ein Spezialist ist oder Künstler oder, spielt erstmal keine Rolle. Wir kriegen alle dasselbe Geld als eine Form von Grundsicherung. Ja? Das klingt ja alles erstmal sehr sozial. Und vernünftig und human. Wir auch so ein bisschen Freiheit. Ist aber für meine Begriffe eigentlich das Gegenteil. Das heißt, man muss sich das von der ökonomischen Seite ein bisschen betrachten. Ja? Also dieses Grundeinkommen, ja, dieses Kapital, ja, das muss ja irgendwo erstmal erwirtschaftet werden. Ja? Wird es. Und es gibt in jedem Staat ein Anteil der Bevölkerung, die produktiv sind. So, also da sind die Kranken nicht dabei, da sind Kinder nicht dabei, da sind Schüler nicht zwangsläufig dabei, Arbeitsunfähige und auch Hartz IV. Okay, also da muss ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen. So, also, lieber Toni, es ist so, das stimmt zwar, was du gesagt hast, aber jetzt, es ist ja nicht nur so, dass die menschliche Arbeitskraft ja produktiv ist. Was auch produktiv ist, sind zum Beispiel neue Ideen, ja, ein Land mit Ressourcen zum Beispiel, ein fruchtbares Land. Jetzt stell dir mal vor, ein Land ist total arm ist an Ressourcen und total unfruchtbar. Da können die Menschen noch so fleißig sein, wie sie wollen. Ja, das Land wird immer arm bleiben. Genau. Umgekehrt in einem fruchtbaren und einem rohstoffreichen Land, da müssen die Leute gar nicht viel arbeiten und ruckizucki kommen die zum Reichtum und zum Wohlstand. Ja. Also, was ich damit sagen will, du musst einfach mal das Gesamte sehen. Du darfst nicht immer nur einen Aspekt aussehen und sagen, ja, die arbeiten und die bringen das Geld. Ja. Jetzt schau dir mal zum Beispiel mal das eine Experiment. Jetzt drehe ich nochmal die Kamera. Das ist ja abladen. So,
das sozialrevolutionäre Experiment Dafin, ja, das ist sogar noch von NTV, also die Quelle, ist hier NTV, die Stadt ohne Armut. Das würde ich dir echt einmal empfehlen, das mal zum Lesen, ja. Und zwar war das ein Sozialexperiment, da ging es um genau das bedingungslose Grundeinkommen, ja, es gab keine Zwangsarbeit mehr, ja. Und alle haben geglaubt, das geht alles vor die Hunde, da geht niemand mehr arbeiten. Das Gegenteil war der Fall. Die Leute sind alle weiter arbeiten gegangen und nur vielleicht ein paar Alleinerziehende haben von dem bedingungslosen Grundeinkommen also das dann genutzt und haben davon profitiert. Also die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, es ist alles weitergegangen, die Leute haben einfach ganz normal weitergearbeitet. Ja? Es gibt einfach auch Leute, die sagen, okay, mir macht's Arbeiten Spaß, mir braucht das Arbeiten, ja. Und die arbeiten auch ganz normal weiter. Ja? Und das ist ja der Punkt. Also, da muss ich doch gleich noch glatt die Kamera nochmal drehen. Das ist ja nochmal der Punkt. Also, dass die Leute, das Standardvorurteil vom bedingungslosen Grundeinkommen ist, dann hören die Leute alle auf zum Arbeiten. Ja? Das ist totaler Schwachsinn. Wenn das bedingungslose Grundeinkommen kommt, sind die Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber nicht mehr so leicht erpressbar. Ja? So wie es jetzt durch diese ganze Agenda-Scheiße jetzt nämlich der Fall ist. Jetzt kann der Arbeitgeber sagen, entweder du machst das, was ich will. Das hat der Arbeitgeber zu mir gesagt, damals, wo ich Zeitarbeit gearbeitet habe. Das war in der Zeit der Agenda 2010-Reform von Gerhard Schröder. Wenn dir was nicht passt, geh, dann sind sie halt wieder Hartz IV, Herr Braun. Ja, toll, ja. Und genau das ist der Punkt. Wenn die Arbeitnehmer, die Arbeitssuchenden nicht mehr so leicht erpressbar sind, dann steigen die Löhne, ja. Dann wirst du mal sehen, wie die Löhne steigen. Und diese Steigerung der Löhne, ja, ist dann quasi der Ansporn, dann wieder auch Arbeit aufzunehmen, ja. Weil bloß 1000 Euro ist ja nur eine Grundversorgung, ja. Aber wenn ich natürlich arbeite und dann noch gut verdiene, ja, ist es natürlich sofort, also erstmal Ansporn, ja. Aber das ist ein Ansporn nach dem Belohnungsprinzip, nicht nach dem Bestrafungsprinzip, so wie es jetzt mit den Hartz IV, wie es jetzt bei Hartz IV ist und wo die Menschen dann sanktioniert werden bis in die Obdachlosigkeit. Und jetzt sehe ich gerade, Leute, ich glaube, ich muss jetzt kurz abbrechen und den Akku erstmal wieder laden. Ich stecke jetzt mal hin. Ich versuche es jetzt einmal hier mit dem Kabel. Ich weiß jetzt nicht, ob es so klappt. Da mache ich nochmal einen zweiten Teil. Moment.